Heute gehen wir ins Gamorama in Luzern und zeigen euch da, was wir alles für Spiele spielen und erleben. Und da habt ihr ganz viele Flipperkästen, die ihr drauf rumzocken könnt. Es hat sogar virtuelle Flipper, klassische Ikonen und ganz alte Flipper. Da kann man auf mega coole Retro-Gaming-Kästen Games spielen. Da kann man sogar Mrs. Pac-Man spielen. Und da kann man das House of the Dead, ein Zombie-Spiel spielen. Und da hat es ein Retro-Töpfer-Spiel. Auf dem Tisch da kann man gegeneinander Pac-Man spielen. Und da kann man einen Truck-Driver spielen. Und da hat es ganz viele alte und auch neue Gaming-PCs, wo man verschiedene Games drauf spielen kann. Und da kann man auf ganz vielen alten und neuen Gaming-Konsolen ganz viele verschiedene Spiele spielen. Da kann man sogar mit der PS3 und PS4 gamen. Da könnt ihr auch gegeneinander Döckeli spielen und all die Flipperkästen und Sachen sind gratis im Eintritt inklusive. Und in der neu eröffneten VR-Arena vom Gamorama in Luzern könnt ihr mit bis zu 4 Spielern im Team oder gegeneinander 7 Spiele spielen. Weil VR-Games immer mega anstrengend sind, habe ich zum genug Energie haben für die Sachen zum Lang durch.